Der Buddha sagt im Herzsutra, Leere ist nichts anderes als Form, Form ist nichts anderes als Leere. Es gibt nur eine Substanz, nicht zwei. Im Diamant-Sutra sagt er, es gibt keine Welt. Es gibt keine Welt. Entsage allen Dharmas, mit anderen Worten, entsage allen Pfaden. Warum allen Dharmas entsagen? Da es keine Welt gibt, gibt es kein Ich und kein Es. Wenn du also die Idee nimmst, es gibt keine Welt, so erreichst du, was Maharaj das non-duale Selbst nannte. Er versucht, das non-duale Selbst zu beschreiben, vor dem Ich Bin und vor dem Bewusstsein. Nun, Nagarjuna, der Begründer des Madhyamika-Buddhismus, dem Buddhismus des mittleren Weges, würde sagen, es gibt kein Einssein, es gibt keine Dualität. Maharaj würde sagen, es liegt jenseits des Ich Bin, jenseits des Bewusstseins, es ist das Absolute, jenseits von allem, was du wahrnehmen oder dir vorstellen kannst. Es ist nicht. Also der Buddha verweist auf Leere ist Form, Form ist Leere. Oder Nagarjunas Aussage, es gibt kein Einssein, es gibt keine Dualität. Der Buddha sagt, es gibt keine Welt. Und Maharaj sagt einfach, jenseits des Nichts ist Ich. Jenseits von allem ist Ich, jenseits von allen beiden ist das Absolute, der non-duale Zustand vor dem Wort non-dual.